Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims Mobile Let's Play. Dies ist Teil 3. Ja, und heute machen wir einen neuen Mitbewohner. Da muss ich hier draufklicken. Okay. Ich will ihn erstellen und hier mit dieser Speicherstellung weitermachen. Okay, so einen grauhaarigen älteren will ich eigentlich nicht, sondern einen anderen. Ja, es soll aber ein Mann sein. Der hier könnte mir schon gefallen. Ja, den kann man fast so nehmen, wie er ist. Okay, Sebastian Meyer. Ich nenne ihn lieber Max, das geht schneller zu sagen. Auch wenn Sebastian ganz in Ordnung ist, aber. So, Max. So. Max Meyer. Ja, ist in Ordnung. Der Nachname spielt sowieso keine große Rolle. Und will ich den groß umdesignen? Nee, ich finde, eigentlich sieht der ganz schick aus. Ich gucke mir mal den Kopf etwas näher an. Ja, ist halt schon sehr geschniegelt so von der Frisur her. Aber das ist ja heutzutage modern. Und der Bart dazu auch. Und außerdem muss man seine Sims sowieso ständig umstylen, um seine Tages-To-Do-Liste abzuarbeiten. Darum lasse ich den einfach mal so weiter. Bereit, mit Max Meyer Schicksal zu spielen. Jawohl. Also, ich habe jetzt bei diesem Sims Mobile, na, jetzt kommt hier die nächste Idee. Ich mache mal etwas besser in allen Karrieren. Es ist sehr nützlich. Schön, dich kennenzulernen. Okay, ja, gut. Das Wichtigste zuerst, ich werde einen Job brauchen. Gehen wir doch mal zum Marktplatz und sehen, was es gibt. Okay. Na, bevor ich das mache, will ich noch kurz was dazu sagen zum zweiten Mitbewohner. Also, man hätte jetzt die Möglichkeit, ja, die als WG laufen zu lassen. Und dann sucht sich jeder einen eigenen Partner und die kann man auch heiraten. Und wenn kein Platz im Haushalt ist, dann ziehen die halt nicht ein und dann kriegt man die Babys sozusagen alleinerziehend. Aber ich möchte jetzt das lieber so haben, dass die beiden zusammen ein Liebespaar werden, mit allen Schikanen, also ja, verlieben, heiraten, Baby kriegen und so weiter. Baby kriegen ist sowieso ganz wichtig bei dem Sims Mobile, weil es geht darum, von Generation zu Generation Erbstücke weiterzugeben. So, und was wir hier jetzt auch sehen, wir sehen jetzt hier die beiden. Er ist gerade aktiv, sie ist inaktiv. Und der dritte, da sind so Geldscheine versteckt, der kostet 175 Simcash. Kann man hier auch gucken. Freischalten für 175 Simcash. Und darum habe ich von dem Simcash bisher noch gar nichts ausgegeben, damit wir ja mit unseren 57 haben wir noch keine gute Basis. Wir müssen noch über 100 Simcash dazu verdienen, bis wir da den dritten uns leisten können. Außer ich gebe Geld dafür aus. Aber bisher bin ich ganz gut gefahren damit, ohne Geld das zu spielen. Und ich muss mal gucken, ob das bei als Let's Play auch gut geht. Ich will mich also nicht darauf versteifen, immer unbedingt ohne Geld zu spielen, weil manchmal kommt man einfach nicht weiter, dann kann man nur 5 Minuten spielen und dann hängen die schlapp in den Seilen und man bräuchte Geld, um sie wieder flott zu kriegen. Aber ich versuche es ohne echtes Geld. Und darum wird es lange dauern, vielleicht bis zum ersten Enkelkind, bis wir einen dritten Sim im Spiel haben. Und jetzt gehen wir mit dem Max mal zum Marktplatz. Ja. So, der Marktplatz ist hier. Freischalten, gratis. Jawohl, das will ich machen. Okay. Da ist der Marktplatz. Hat 3 Gebäude. Und sieht aus, als gäbe es im Restaurant eine Karrieremöglichkeit. Tippe drauf, um es freizuschalten. Okay. Also wir gucken uns das hier erst nochmal an. Hier gibt es ein Haus. Und da, das ist das Nähstudio. Was das ist, weiß ich gar nicht. Das müssten wir mal vielleicht
Die Klinik. Ah ja, die Klinik. Okay, da habe ich sogar schon jemanden zu Level 10 gebracht auf meinem Tablet. Und dies hier ist das Restaurant. Das können wir jetzt freischalten. Und das ist auch gratis. Die Klinik freizuschalten kostet übrigens einen Haufen Geld. Da muss man erstmal viel arbeiten. Aber das Restaurant ist noch gratis. Weil ist auch ganz gut, wir haben ja noch nicht viel Geld. Und jetzt lassen wir den Max hier diesen Job annehmen. Welche Geschichte sollen wir erzählen? Was auf der Pfanne? Ja, die will ich erzählen. Wir haben hier gar nicht viel Auswahl. Jetzt ist er erstmal ein Herd-Handlanger. Es ist nett vom Manager, mir eine Chance zu geben, obwohl ich null Erfahrung habe. Irgendwann möchte ich mal Küchenchef sein. So, hier haben wir eine Mission abgeschlossen. Über Tagesgeschehen informieren. Okay, zu einem gelungenen Tag gehören Arbeit und Vergnügen. Abholen. Eine geschmackvolle neue Karriere. Abgeschlossen. Zack. Und was wir hier an Missionen noch haben, ist ein Kapitel einer Karrieregeschichte abschließen. Das ist gerade neu gekommen. Erste Einrichtung. Da sollen wir eine Kollektion komplettieren und kriegen wir ein bisschen Geld dazu. Und wir sollen eine Bekanntschaft anfangen. Das können wir dann machen, wenn er gearbeitet hat. Jetzt ist er hier eigentlich erstmal voller Tatendrang. Dann machen wir hier erstmal eine kurze Schicht mit ihm. Okay, alleine wird er in 57 Minuten fertig. Gut, ich tipsel mich jetzt hier erstmal durch. Ein paar lustige gibt es, zum Beispiel Pudding-Explosion im Kühlschrank beheben oder nee, auf dem Tisch. Und manchmal sind diese Aufgaben recht lustig. Und oft ist es aber auch einfach immer das Gleiche. Hier soll er jetzt Antipasti kreieren. Und wenn er was kreiert hat, das muss man dann an irgend so einen Gast da austeilen. Also servieren. Appetithäppchen servieren. Ja, was ich eigentlich schon ganz am Anfang sagen wollte, aber vor lauter Spielerei bisher völlig vergessen habe, ist, eigentlich wollte ich ja eher Let's Plays abbauen auf meinem Kanal, damit ich mich mehr auf die Let's Plays konzentrieren kann, die mir wirklich wichtig sind. Also 100 Baby Challenge, Tierheim und so weiter. Die will ich gerne öfter spielen. Und wenn ich so viele Let's Plays habe, dann, ja, dann komme ich gar nicht hinterher mit dem Drehen und kann auch die einzelnen Let's Plays nicht oft genug machen, so für meinen Geschmack. Ich habe es lieber, 100 Baby Challenge würde ich gerne mindestens viermal pro Woche machen, zum Beispiel. Nur so, um ein Beispiel zu nennen. Und Let's Plays, die ich nur einmal in der Woche machen kann, sind irgendwie, ja, da verliert man so ein bisschen den Faden. Okay, ja, das wollte ich eigentlich. Und was mache ich stattdessen? Ich fange mit Sims Mobile an. Das ist mal wieder typisch für mich. Ich neige dazu, mir immer viel zu viele Let's Plays aufzuhalsen. Und ich habe es auch eine ganze Weile überlegt, ob ich das mache und ziemlich lange auf meinem Tablet gespielt. Aber es macht mir jetzt so viel Spaß und da dachte ich, es muss einfach sein. Und darum habe ich mir jetzt über Ostern gesagt, okay, ich nehme jetzt hier über Ostern ein paar Episoden auf und die werde ich auch gleich über Ostern schon anfangen rauszuhauen. Also jetzt in den Ostertagen will ich jeden Tag eins machen. Habt ihr bestimmt schon mitgekriegt, weil wir sind jetzt ja schon in Folge 3. Und danach werde ich einfach mal sehen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich lange Sims Mobile als Let's Play mache. Das hängt davon ab, wie interessiert ihr daran seid, und wie viel Spaß es mir macht. Also ich mache da jetzt überhaupt keine Zusagen für ein längeres Let's Play. Und weil ich will ja eigentlich Let's Plays abbauen. Und naja, schauen wir einfach mal, wie es so läuft. Okay, er ist jetzt mit dieser Schicht schon fertig, das ist gut. Sehr schön und hat 45 Simoleons verdient und so weiter und so fort, das Übliche. Okay, jetzt ist er schon in Level 2 und er hat ein
Gastronomie-Karriereobjekt für ein Restaurant freigeschaltet gekriegt. Das ist was Interessantes. Wir haben jetzt 300 Simoleons, da gucken wir mal. Wenn ich hier auf der, das sollte ich euch zeigen, hier wo diese Möbel sind, da kann man drauf tippen und dann geht der Baumodus auf und im Restaurant kriege ich hier nur die Sachen, die ich im Restaurant verbauen kann. Und da gibt es hier für die Gastronomiekarriere, momentan ist nur dieser Topfstapel freigeschaltet. Und dann gibt es hier auch noch Deko-Objekte. Also ich könnte noch Stühle dazustellen und alles Mögliche. Die Frage ist, bringt mir das was? Wenn ich zu viel Geld habe, wahrscheinlich schon. Aber dieser hier, dieser Topfstapel, der bringt echt was. Den kaufe ich darum auch. Obwohl der von meinem Privatgeld, also von meinem privaten Simoleons was wegnimmt, stelle ich mal hier hin. Denn wenn er diesen Topfstapel im Restaurant hat, dann fängt die nächste Schicht, also alle folgenden Schichten, immer gleich schon mit ein paar Minuten gearbeitet an. Man hat dann einen Vorsprung. Und darum ist das sehr nützlich, dieser Topfstapel. Und es macht auch Sinn, den gleich am Anfang zu kaufen, weil schon bei der nächsten Schicht profitiert er davon. Und jetzt gehen wir aber erstmal nach Hause. Und dann gucken wir mal. Ah, da ist auch unsere Nina. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, die kennenzulernen. So, dann tippe ich mal hier auf die drauf. So. Und ich kann mich jetzt freundlich, kokett oder streitlustig vorstellen. Ich wähle mal kokett, weil die sollen ein Liebespaar werden. Und die Vorstellung beeinflusst schon, welche Auswahl ich kriege an Freundschaftsmöglichkeiten. Okay, jetzt haben die sich vorgestellt. So, erstes Date im Café. Genau, das andere wäre Freundschaft beginnen. Bei freundschaftlich und bei kokett kriegt man dann erstes Date im Café. Dann lass uns doch zum Café gehen. Ja. Okay. Das dürfte relativ schnell gehen, schätze ich. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die beiden mal so erwischen. Ich weiß leider nicht, wie ich hier Screenshots machen soll. Ja, aber vielleicht, wenn ich das eine Weile so in die Kamera halte, dann ist es ja auch wie ein Screenshot fast, dann kann ich das da rauskopieren oder so. Okay, jetzt geht das los mit dem ersten Date im Café. Also mit Anmachen und... Okay, und was kann er noch machen? Koketten Witz machen? Naja, mach das ruhig mal. Vielleicht findet die den ja lustig. Ja, anscheinend schon. So, und stell ihr mal eine Frage. Jawohl. Und gesteh ihr mal deine Sympathie. Es geht ja gleich gut los. Jawohl. Und jetzt kommt hier auch schon... Ah, er kann ihr einen heißen Latte-Lama empfehlen, aber das ist mir noch zu riskant. Ich sag erstmal nach Hobbys fragen. Und vielleicht machen wir es dann beim nächsten Mal nicht, dass wir es wieder verpassen, weil es schon fertig ist. Ich riskiere das mal. Heißen Lama Latte empfehlen. Und dann kriegt... Ah, es hat geklappt. Also habt ihr gesehen, man kommt in so einen Kurzfilmmodus rein. Und jetzt ist auch schon fertig. Okay, das war jetzt schon das erste Beziehungsereignis. Und wahrscheinlich werden wir jetzt gefragt. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Wollen wir uns bald wiedersehen? Ihr wohnt zusammen. Zweifelhafte Liebe. Jetzt kommt die Frage, welche Geschichte sollen wir erzählen? Liebe findet einen Weg. Heimlicher Schwarm, Seelenpartner. Mehr als Freunde mit gewissen Vorzügen. Eine abgerissene Verbindung. Ich will mal Seelenpartner, weil es so schön ist. So, nicht so heimliche Bewunderer.
Ich weiß, wir haben uns gerade erst getroffen, aber es fühlt sich an, als würde ich dich schon eine Ewigkeit kennen. Ich hoffe, das ist eine Vorahnung, denn ich würde dich gerne für immer und ewig kennenlernen. So, und hier haben wir jetzt eine Mission abgeschlossen, und zwar eine beginnende Bekanntschaft. Abholen. Okay. Gut. Jetzt die To-Do-Liste, alles abgearbeitet. Missionen haben wir auch, wir haben wirklich viel geschafft. Ich denke mal, ich fahre mal mit den beiden jetzt nach Hause und werde vielleicht noch, oder ich lasse die mal hier, dann kann sie nämlich hier noch arbeiten und werde ohne Folge noch ein paar Arbeitsrunden mit denen machen, weil das ist auf Dauer ja langweilig für euch. Und das nächste Mal, wenn was Interessantes passiert, zum Beispiel morgen der neue Tag mit einer neuen To-Do-Liste und so, dann nehme ich wieder auf und dann kommt die nächste Folge. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!